möchte heute anhand von 4 einfachen Geräten ein paar Übungen vorstellen, um die Koordination und das Gleichgewicht zu stärken, zu fördern, zu trainieren. Das ist nicht nur wichtig für jeden Sportler, sondern meiner Ansicht nach für jeden von uns, um einfach das Gleichgewicht im Körper, die Körperbalance zu stärken und zu trainieren. Ich habe 4 Geräte mitgebracht. Ich fange an mit einem ganz normalen Sitzkissen, ein Luftkissen, was man auch für zu Hause zur Unterlage beim Sitzen verwendet. Ich verwende es in dem Fall als Koordinationsgerät. Ich stehe mit einem Bein in der Mitte drauf. Das ist so aufgeblasen, dass der Fuß gerade und gerade schwebt und nicht an der Unterseite ankommt. Und die erste Übung ist einfach, Balance zu halten auf einem Bein. Es ist ganz wichtig, dass das Bein in Bewegung ist. Sobald das Bein in Ruhe ist, wenn ich das Spielbein abstütze und ich erzeuge keine Vibration, dann ist der Input zu gering. Dann muss ich zur nächsten Stufe gehen und eben das Bein abheben. Wenn das immer noch zu leicht ist, dann kann ich auch den Kopf nach oben schauen und die Augen nach oben schauen und wird es noch schwerer. Und die schwerste Stufe ist dann, wenn ich die Augen schließe, dann wird es schon relativ schwierig mit diesem Gerät. Ich mache das ungefähr 20 Sekunden und wechsle dann auf das andere Bein und probiere es zuerst mit der Zehe am Boden als Unterstützung. Zehe weg, wenn das noch zu leicht ist, nach oben schauen, letzte Stufe, Augen schließen. Das zweite Gerät ist ein Kreisel mit unten aufgeklebt einem weichen Halbkreis. Auch da mache ich jetzt eine ähnliche Übung mit einem Bein. Und jetzt bleibe ich aber nicht ruhig. Jetzt kann ich aufgrund der Beschaffung des Gerätes Bewegungen machen. Und zwar, ich beuge, ich flektiere und extendiere das Sprunggelenk. Oberkörper bleibt aufrecht, Nabel einziehen, aufrecht stehen, Schulter tief und ganz stabil bleiben im Rumpf, während ich diese Übung mache. Vor und zurück und eventuell auch leichte seitliche Kippbewegungen, ganz speziell für Sprunggelenk, Fußmuskulatur, um das zu trainieren. Und bei dem Gerät ist es sogar möglich, dass ich leichte Kreisbewegungen mache. Diese Übungen würde ich jetzt nicht alle hintereinander machen, sondern immer eine Übung, also nur das Vor- und Zurückbewegen, 15 Sekunden, Bein wechseln und dann die anderen anschließen. Dann habe ich da eine ganz normale Weichbodenmatte, eine Gymnastikmatte, Yogamatte oder wie auch immer. Auch sowas kann ich, wenn ich es stark zusammenrolle, Koordination trainieren. Parallel hinaufstellen und jetzt einmal mit beiden Beinen diesmal vor- und zurückrollen und schauen, dass ich nicht von der Matte falle. Oder ich kann probieren in dieser Position, die Knie bleiben parallel. Die Mitte der Kniescheibe über der zweiten Zehe, langsam in die Kniebeugestellung zu gehen, halten und zum Beispiel da unten langsame Armbewegungen, gleichzeitig oder gegengleich, immer aufgrund dessen, dass ich probiere, mich selber ein bisschen aus dem Gleichgewicht zu bringen und die Reaktion der Beine, die sieht man glaube ich ganz gut. Und wieder langsam auf. Und das letzte Gerät haben wir auch selber gebastelt. Ein Brett mit einer rutschfesten Matte drunter. Seitlich 2 Stäbe. Das ist einfach ein Kanalrohr. Und da probieren, Gleichgewicht zu halten. Und das ist jetzt ein bisschen spezieller, weil da kann man sich wirklich schön spielen damit. Und auch da ist es nicht der Sinn, dass ich einfach oben stehe und nichts tue, sondern ich bringe meinen Körper einfach aus der Balance, kann in der Position auch schön die Kniebeuge machen, schauen, wenn man in der Kniebeuge ist, dass die Kniescheiben wieder über den Zehenspitzen sind und mit dem Tennisball zum Beispiel kann ich mich dann auch aus dem Gleichgewicht bringen oder sogar, wenn man kann, probieren den Ball durchzuschupfen und wieder zu balancieren. Okay, ein bisschen aufpassen bei der Übung, das ist nicht ganz einfach. Viel Spaß beim Üben.